Der Libratone 2 ist ein handlicher, kabelloser Speaker und für unterwegs konzipiert. Relativ leicht und mit der Schlaufe bequem zum Umtragen. Das Gerät sieht ansprechend aus und ist sehr robust. Verbinden lässt sich der Speaker per Bluetooth und per Klinkenanschluss. Den finden wir auf der Seite. Dort, wo auch der Micro-USB-Anschluss ist, um den Akku aufzuladen. Der sollte dann den ganzen Tag laut dem Hersteller für 12 Stunden heben. Auf dem Gerät selber hat es nur einen Einschaltknopf und ein Touch-Bedienelement. Dort lässt sich die Lautstärke regeln und man kann die Wiedergabe pausieren. Alles andere wird mit der passenden Libratone-App gesteuert. Um die Leistung zu erhöhen oder für echten Stereo-Sound, lohnt sich sogar zwei Two-Lautsprecher miteinander koppeln. Die Musik tönt sehr gut, die Leistung ist aber auch wegen der Grösse ein bisschen bescheiden. Die Wiedergabe ist aber detailreich. Übrigens, Sand und etwas Wasser machen am Gerät überhaupt nichts aus. Es ist Spritzwasser geschützt. Eintauchen sollte man es aber nicht. Fazit: perfekt zum Mitnehmen und einen klaren, satten Klang. Für ca. 170 Franken.